Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS17 aus Stappenbach in Oberfranken. Immer noch in der besagten Maishäcksel-Ernte? Ja, kann man so sagen. Nicht beachten, dass da so hinter dem Bild steht, steckt im Verkehr fest. Das liegt daran, dass die beiden, Frank und Lisa, glaube ich, sind's, schon vorgefahren sind. Die habe ich zum nächsten Feld geschickt. Emily sollte eigentlich verdichten, aber verdichten und Cosplay lassen wir das Thema. Da muss ich mich nochmal reinlesen, das möchte ich jetzt nicht so zwischen Tür und Angel hier kurz vor Schnee machen. Ich werde jetzt mich zu dem Feld begeben, oder wo die jetzt stehen, hoffe, dass sie da jetzt stehen und dass einer gleich anfangen wird, mich abzutanken. Ich habe das Ganze jetzt mal mit Feldrandkursberechnung gemacht und hoffe, dass das passt. Stehst du da auf der Straße oder hängst du am Schild? Ich hoffe jetzt für dich, du hängst nicht am Schild. Nee, du stehst an der Straße. Okay. So. Jetzt wollen wir nochmal gucken, dass das hier alles soweit passt. Mach mal ganz kurz. Ich hoffe, die finden das automatisch. Ich müsste eigentlich an denen vorbei. Ups, falsche Taste. Mach mal ganz kurz. Eigentlich müsste ich an denen vorbei. Ich habe auch hier mal den Fendt vorgehangen. Frank fährt den Fendt. Ne, weil der John Deere natürlich deutlich schwerer ist als meine, als der Fendt, was das Verdichten angeht. Ne? Deswegen steht der an der Rindermast zusammen mit der Stoßstange natürlich. Falls einer von den beiden mal hängen bleibt, dann kannst du den hier hinten mit der Stoßstange so ganz leicht, kannst den rausschieben. Ist ganz gut, also diese Sauerstoßstange ist es, glaube ich. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich will eigentlich ungerne... Ich mache das jetzt einfach mal. Denn ich will eigentlich ungern hier mitten auf der Straße stehen bleiben und das Ganze ausklappen. Aber ich glaube, das muss so sein. Ja, ha, ha. Nein, 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 nein. Oh. Jungs, die ganze Zeit kommt da keiner, ne? Gut, dass ich das noch rechtzeitig gesehen habe. So, hinter mir ist keiner. Das ist schon mal gut. So, da müssen wir hin. Jetzt wollen wir hier mal irgendwie hoffen, dass da gleich einer von den beiden... Hä? Im Optimalfall natürlich... Ist das dein Ernst? Jetzt kannst du warten. Ich habe Warnblinklicht an. Jetzt, ne? Ganz locker. Komm, hier, fahr mal vorbei. Menschenskinnings. Geht da schon wieder los, wie in der letzten Folge. Das soll heute professionell sein. Heute gibt's nicht hier. So. Zack, Warnblinklicht aus. Maschine. Das Rohr zuerst aus. Hab ich. Hä? Hab ich auch. Halt den Schnabel da jetzt. So, wir müssen jetzt einfach mal hier den Ansatz machen. So, er hat sowieso einen gefunden, das passt. Ja, jetzt bleiben wir hier mal ganz kurz stehen. Mal gucken, was ist denn jetzt hier, was ist dein Problem? Ich weise dir mal eben kurz einen zu. So. Kein Drescher in Reichweite, glaube ich nicht. Aha. Lass mich mal ganz kurz bei dir auch rein. So. Ich frag mich auch, wo du schon wieder hin willst. Wie wär's einfach mal, wenn du... So. Push dich mal. Mann! Das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein hier. Jetzt einfach aktuell. Wehe, du fährst da jetzt schon wieder gegen den Baum. Was ist der Plan hinter diesen Aktionen von dem Helfer immer?
Was bezwecken die Curseplay-Helfer damit, dass sie auf einem Feld... ...so ganz blöde wenden? Jetzt. Muss ich jetzt etwa beide nochmal losschicken, dass das funktioniert, oder... ...wird das jetzt bei dir funktionieren, ohne dass du umdrehst? Ich verstehe das System nicht. Warum will der blöde Helfer immer umdrehen? Das ist für mich ein Ding der Unbegreiflichkeit. Nahegelegener Wegpunkt. Du hast direkt einen vor deiner Nase. Warum willst du dann umdrehen? Willst du auf die andere Seite vom Häcksler? Ist es das, was du willst? Soll ich dir da mal kurz helfen? Wenn ich hier mal rauskomme. Ich meine, der andere Helfer ist ja gleich schon wieder da, ne? Also, gefühlt, der Weg ist natürlich deutlich weiter. Ich hätte gerne noch einen dritten Abfahrer, aber ich habe keinen Kipper mehr zur Verfügung. Habe auch so schnell jetzt keinen gekriegt, weil die Entfernung von hier hinten ist natürlich deutlich weiter. Bei so einer Aktion dauert das dann halt mal das übliche Weise ein bisschen länger. Ich werde jetzt mal Folgendes machen. Ich fahre jetzt mit dem einfach mal. So. Jetzt bist du ja schon dahinter. Jetzt kannst du mal gucken, wo willst du denn jetzt hin? Und du hältst jetzt mal an da, dem blöden Auto. So, Kreisfahrt. Okay. Jetzt auf die Innenseite fährst. Ich glaube, ich muss mal... Nee, ja. Jetzt bleibst du gleich schon wieder unter diesem blöden Baum stehen. Der Baum halt nicht mehr season ready, dann ist es so. Wird ja eh gewechselt. Jetzt lass mich da auch ran, du hast doch gerade schon gehabt da. So. Weg. Mann. Sorry. Irgendwann mal ist auch mal gut hier. Ich meine, eigentlich müsste der Helfer jetzt dahinter fahren. Ich werde das jetzt auch mal ein bisschen weiter hier vom Rand den Helfer versuchen, da ein bisschen wegzulocken. Normalerweise müsste ich jetzt umdrehen. Ne, weil Frank ist nämlich auch schon wieder da. Ich sehe ihn auch im Rückspiegel. Habe ich recht? Jo. So, ja, gucken, dass wir das hier alles auch hinkriegen. Normalerweise müsste ich jetzt gleich einfach umdrehen, dann habe ich den Helfer ja im Bestand. Ja, die erste Bahn ist sowieso immer die, die am meisten kostet. Ich habe das auch auf Feld 80, war's? Ja, auf Feld 80 habe ich das Ganze gemacht, da habe ich mit dem, da hat der Helfer gedroschen, gehäckselt und ich habe abgefahren. Da muss ich allerdings gestehen, das war nicht schön. Also der Helfer, wenn du mit Curseplay das Ganze machst, ich gebe zu, ich habe jetzt nicht auf Feineinstellungen geachtet. Aber der fährt mir doch ein bisschen zu wild. Also Dreschen ist okay. Da fährt er auch schön im Kreis. Da bleibt vielleicht mal so ein Büschel stehen. Das ist aber dann so. Aber wenn du häckselst, da bleibt so viel stehen. Wo du dann natürlich logischerweise auch mit deinem Traktor rüberfährst. Wir werden jetzt mal hier kurz das Ganze abkürzen. Hier fahren wir nachher nochmal lang. Damit der Helfer jetzt nicht am Zaun hängen bleibt. Da habe ich nämlich keine Lust zu. Da werde ich nachher nochmal umdrehen, dann passt das schon. So. Weil mir jetzt gleich nämlich auch Frank nachrückt. Der kommt da nämlich schon. So, ich fahre jetzt einfach mal hier geradeaus. Ich werde mich mal hier so kurz durch den Bestand kämpfen. Nee, und das war mir dann eindeutig ein bisschen zu doof, da jetzt drauf zu achten, dass da noch irgendwie irgendwas passt. Ach, genauso, dass er da jetzt an der Wand hängt.
Ich lasse es mit Curseplay und Häckseln. Weißt du, ich glaube, ich werde die beim nächsten Mal die Häckselkurse einfahren. Auf hier 6 Meter 1. Und lass den Helfer dann meinen Häckselkurs abfahren und fahr selbst ab. Dieses Hackmeck da mit denen ist mir langsam ein bisschen zu doof. Ganz ehrlich. Aber Giants hat ja gesagt, zumindest hat man das in einigen Videos mal gehört, der Helfer soll ja im 19er intelligenter werden. Zwinker, zwinker. Sind wir mal gespannt, was sie sich da haben einfallen lassen. Wahrscheinlich hast du dann auf Standard-Maps wieder alles gut und sobald du dann eine gemoddete Map hast, dreht der Helfer wieder völlig durch. Kannst wahrscheinlich wieder nur auf rechteckigen Feldern dann benutzen. Aber hey, Hauptsache er ist intelligenter, ne? Und der KI-Verkehr sollte sich langsam aber sicher mal Gedanken darüber machen, ob er weiter aus Beton sein will. Das sind so Sachen, die sind vielleicht mal erstrangig auch ein bisschen wichtig, finde ich. Nicht kriegsentscheidend, aber ein bisschen wichtig. So, jetzt sind wir hier gleich bei 97, 98. Gut, hier fahren wir gleich nochmal hin. Hier werde ich jetzt nicht ansetzen. Ich muss nämlich gleich da unten Frank retten. Der hängt da so ein bisschen komisch drin. Und ich habe auch das ganz miese Gefühl, dass sich Lisa hier gleich dazu entscheiden wird, da vorne wieder quer zu hängen. Und nicht hier längs rüber fährt. Ich weiß nicht warum, aber ich habe da ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Wie war das nochmal? Der Kaweco hat übrigens, das habe ich festgestellt, ein Problem, wie ihr jetzt gerade seht. Zum Ende hin, die letzten Dinger. Also da kommt der Krone hier schlecht ran. Da muss man immer mal so ein bisschen anbremsen. Jetzt ist er voll. Dass das Ganze passt. So, jetzt kommst du da mal her. Ich frag mich zwar, wo du hier hin wolltest, aber wie wär's, wenn du das einfach so machst? Oder trotzdem wieder hinfährst? Ja, warum nicht? Guck mal, der Häcksler steht da vorne. Da musst du doch gar nicht so eine Kurve fahren. Du kannst doch einfach hier geradeaus fahren. Was hältst du davon? Genauso wenig. Klar, ich bin Helfer Frank. Ich möchte jetzt hier einfach mal so ganz stumpf wenden. Und fahr mir doch den Bestand kaputt. Deswegen sollte ich vielleicht die Dings ausmachen. So, wo willst du denn da jetzt genau hin? Genau, fahr doch einfach so rum, fahr eine Kurve und stell dich dahinter. Das ist ein feiner Plan. Guck mal, nimmt mal Emily, funktioniert das Ganze auch. Leute, es tut mir echt leid, dass die letzten beiden Folgen jetzt so chaotisch sind, was das Häckseln angeht. Es tut mir wirklich leid. Wieso steht sie denn jetzt auf einmal da? Na gut, egal. Auf der Seite ist sowieso... Nee, auf der Seite ist Mist. Als hätte ich es gesagt. Geahnt. Also wenn der Helfer tatsächlich intelligenter wird, ja, dann freue ich mich jetzt schon drauf, dass er dann vielleicht mal Bäumen und sowas alles ausweicht, ja. Also selbst Farmers Dynasty die hat das hingekriegt, dass der Helfer den Bäumen ausweicht. So, ich fahre jetzt mal eben kurz hier ganz unkonventionell. Ist mir jetzt langsam aber sicher auch egal. Will das Häckseln jetzt hinter mir haben, geht mir nämlich so ein bisschen auf den Keks. Kann man vielleicht nachvollziehen, ich weiß es nicht, aber es geht mir so ein bisschen auf den Keks. Jetzt! Boah. Mädel, Junge, wer auch immer. Hör auf, nach da zu ziehen. Was hast du mit dem Fluss? Was ist dein Problem am Fluss? So, jetzt fährst du am ersten Wegpunkt los. Und fährst das ganze Krams weg. Brav. Junge. Boah. Wo waren wir stehen geblieben? Achso, ja. Da hoffe ich tatsächlich, dass das dann wirklich mal ein bisschen besser wird. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Und warten wir mal ab. Harren wir der Dinge, die da kommen. Das Problem an der Sache ist jetzt gerade, fällt mir auf, dass da hinten... Nee, das passt. Wow. Jetzt muss ich nur gucken, dass der Helfer hier vorne auch passt. Ich
dass er am Schild hängen bleibt. Rechtzeitig umdrehen. Oi, oi. Sollten etwa tatsächlich die Mädels besser sein als der Kerl? Zim. Muss ich allerdings gestehen, habe ich schon öfter in dem Spiel gemerkt, dass der weibliche Helfer deutlich angenehmer ist als der männliche Helfer. Weiß nicht, ob das irgendeinen Hintergrund hat. Man munkelt. Nein, man munkelt nicht. Das war jetzt ein Spaß meinerseits. Wollte auch mal witzig sein. So. 80%. Ich fahre jetzt mal hier geradeaus. Das passt. Ja, ich fahre jetzt hier mal durch. Dann habe ich nachher vielleicht noch eine Bahn, wo ich zur Not ausweichen kann, wenn der Helfer mal irgendeinen Mist baut, was garantiert wieder passieren wird. Garantiert. Da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Vielleicht auch nicht unbedingt in der Folge, aber da wird garantiert was kommen. So, da war es auf einmal voll. So, ich stelle mich jetzt aber schon mal um, weil sie wird nämlich jetzt auch definitiv in dem Graben hängen bleiben. Nein, wird sie nicht. Hä? Sie schafft das jetzt? Das wäre ein Wunder. Ne, sie schafft es nicht, oder? Oder? Warte. Ja. Ne, sie schafft es nicht. Vielleicht doch. Wenn ich da noch so ein bisschen... So ein Lütten... Mann, das ist doch unlogisch. Jetzt hängst du da vorne wieder fest. Warum hast du nicht einfach zur Seite gezogen? So. So. Aktuellen Wegpunkt. Abfahren. Wieso fährst du nicht einfach geradeaus weiter? Was ist für dich der Unterschied zwischen dem aktuellen und dem, den du jetzt gerade hast? Dann nimm den nahegelegenen. So. Weg. Jetzt habe ich keinen Abfahrer mehr. Super. Machen wir mal das Ding ins Kirchen hier aus. So, sie fährt. Wo die andere gerade rumkrebs? Keine Ahnung. Ich stelle mich mal hin, dass ich gleich hier häckseln kann, wenn sie da ist. Nervenaufreibende Aktion, diese Häckselaktion, aber gut. Habe ich die Rundumleuchten noch an? Nee. So. Dann warten wir mal mit dem guten Stück. Oh, da kommt jemand. Hallo. Bin ich ja mal gespannt, was sie macht. Aha. Liebe Lüt, schaut euch das bitte nicht an. Das soll es für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch, Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Und sag, bis zum nächsten Mal.